aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance Dog. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute präsentiere ich euch meine Classic Vintage Stifte. Nicht alles natürlich Vintage, aber schon Classic. Einfach genial. Gleich vorweg, natürlich, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, aber ich kann sie natürlich nicht alle präsentieren. Und wenn überhaupt in mehreren Videos. Aber hier haben wir schon mal 10. Und ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr erkennt oder sehnt euch manche Düfte einfach wieder. Eine Reihenfolge gibt es jetzt nicht wirklich. Ich mache das jetzt einfach weil das bei Classic-Düften schwierig ist. Und ja, fangen wir mal an mit den ersten. Und zwar ist das Job Om. Und zwar eine Vintage-Version. Hier ist die Kornblume. Ja, das ist einfach der Partyduft schlechthin gewesen. Ihr seht es auch an der Farbe, das ist nicht so richtig pink, so wie jetzt. Hier riecht er noch, als wenn es richtig Kirsche mit Vanille, Tonkabohne. Aber einfach perfekt umgesetzt. Und ich mache die neue Version auch. Die ist nicht schlecht. Und was Haltbarkeit angeht und Silage, brauchen wir gar nicht drüber reden, hält die wirklich sehr lange an, die 10 Stunden. Aber das ist hier Beast Mode, da sind wir bei 14 Stunden, 15 Stunden. Das ist absolut genial für Partys. Perfekt, auch für Clubs. Date-Duft, ja, würde natürlich auch gehen. Bisschen hart ist er schon, denn bitte nur ein, zwei Sprüher. Früher ging er immer beim Date. Heutzutage wundert mich, viele sagen, er ist zu süß. Das wundert mich wirklich, weil ich meine, heutzutage kommen nur süße Düfte raus. Und man macht sich über den Gedanken, ganz ehrlich. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, zur Vintage-Version. Da müsst ihr ein bisschen hinlegen, natürlich, und suchen müsst ihr bei eBay, und dann müsst ihr natürlich gucken, ob die in Ordnung sind. Das ist noch meine von früher. Das ist schon nicht gekippt. Wie gesagt, bei mir sind noch gar keine Düfte gekippt. Richtig schöner Duft. Ja, der nächste kommt von Guerlain und ist Habe Douche. Ja, das ist absolut genial. Das ist natürlich man riecht schon sein Alter von 1965, der glaube ich, an Zitrone, Bitterorange, Vanille, Leder, so leicht im Hintergrund. Ich finde den richtig genial, ein Ganzjahresduft. Vielleicht nicht im Hochsommer, aber auch da könnte man ihn benutzen. So für den schon etwas älteren Herrn. Gut, ich habe ihn auch. Aber perfekt, glaube ich, wäre er wirklich ab 50, 45, weil er ist... Man merkt ihn schon sein Alter an, man riecht es auch. Also ich glaube, für die ganze Jugend wäre das jetzt nicht. Natürlich gibt es auch Jugendliche, die da drauf stehen. Aber Haltbarkeit und Ausstrahlung ist hier bei mir sehr stark. Da sind wir auch bei 9 Stunden und die Ausstrahlung ist am Anfang richtig stark. Die Zitrone und die so ein bisschen Süße im Hintergrund, das macht diesen Duft aus. Und ja, sag ich mal, für Leute, die so im Leben richtig stehen, Pferde am besten noch haben, da passt er fest. Das sind so eine Leute, müsst ihr euch vorstellen. Leute, die Pferde haben, die tragen auch den Duft. Der Duft ist schon was für Leute, ja, denen es gut geht. Da passt das. Habe Drusch von Guerlain. Ja, und jetzt kommt ein Duft, das war für mich, oder bis heute ist er nicht übertroffen, der beste Drogerieduft ever. Die Jüngeren wissen jetzt nicht, was kommt, aber wer jetzt in meinem Alter ist oder ein bisschen jünger noch und älter, weiß, was kommt oder beziehungsweise kennt den Duft. Und zwar rede ich von Sumatra Wayne. Absolut geil. Von Mühlens. Wer hat das gemacht? Mühlens früher. Richtig geil. Also es ist so Lavendel, Orangenblüte, Sandelholz, Zeder, ein richtig schön grüner Duft, Sumatra Wayne, als wenn du die Werbung früher mit den Typen, der durch den Regenwald, glaube ich, läuft. Ich bin froh, den noch zu haben. Also das ist ja noch viel schwieriger als jeder andere Vintage-Duft, weil Sumatra Wayne einen Drogerieduft noch zu kriegen, und der ist noch top. Das ist
Ah, oh, da kommen Erinnerungen. Das ist richtig. Es wird nie, das sage ich euch, nie einen besseren Doggerito geben wie Sumatra Wayne. Richtig die Frische. Mit, wie gesagt, den Lavendel, die Jasmin und so ein bisschen süßlich. Richtig auch der Flakon. Nice, richtig gut. Ah, der ist... Also, Leute, wenn ihr den nicht kennt, versucht den mal irgendwo zu killen, kauft den einfach. Er muss natürlich auch nicht gekippt sein, bei Drogerie dürfte es natürlich schwierig. Wie gesagt, der jetzt nicht richtig perfekt. Sumatra Wang. Ja, und der nächste ist von Job, und zwar Waterboy Adam. Den hatte ich schon mal vorgestellt. Da ist eigentlich ganz wichtig, nur drin zu sein, dass es ein Tomatenblattduft. Also ihr wisst ja, wenn ihr an Tomatenblatt reibt, es Ich glaube, ich hab noch keinen so einen Duft gerochen. Der ist wirklich einzigartig, unique. Das ist, das Tomatenblatt ist pervers gut. Sorry, dass ich das so sage. Wahnsinn. Natürlich auch schwer zu kriegen. Das sind hier noch 125 ml. Ich bin froh, das noch zu haben. What about Adam? Ah, richtig. Oh, dieses Tomatenblatt. Das riecht so grün, frisch. Auch hier ist Lavendel drin, natürlich auch Zedernholz, Grapefruit, Minzen, auch wichtig, die Minze und den Tomatenblatt. Oh, absolut genial. Ihr merkt, ich schwärme von den alten Düften. Leute, das ist das, alte Düfte. Wenn ihr neue Düfte, Mann, die kommen da nicht ran. Natürlich, super Düfte aktuell auf dem Markt, auch. Ne? Ach, richtig gut, What About Adam. Und der nächste kommt von Ralph Lauren oder Ralph Lauren, und zwar Polo, und das Original. Also, von früher, das riecht natürlich, ja, wenn man Polo spielt, Golf spielt, ein richtig grüner Basilikum, Wacholderbeere, Kamille, Leder, Tabak, hier ist alles drin, eben typisch älter. Natürlich hat auch einen älteren Touch, aber der ist wirklich genial. Haltbarkeit sind wir da auch bei 9 Stunden für ein ganzes Jahr. So früher hat man so und so alle Düfte entweder ein ganzes Jahr getragen. Früher hatte man auch nicht 100 Düfte, sondern immer ein, zwei. Aber der ist schon sehr speziell für Jugendliche nicht geeignet, sage ich einfach. Das ist nichts. FSK ab 18, wollte ich sagen. Na, hier ist FSK ab 40 aufwärts. Aber richtig gut. Ich, wie gesagt, ich trage nicht oft, aber dann ab und zu mal geht auch im Sommer. Ja, der nächste ist Cool Water von Davidoff. Ja, den muss ich nicht weiter vorstellen. Das ist aber auch die Vintage-Version, die alte. Und das ist schon ein Unterschied. Der geht, der ist viel würziger. Der neue ist synthetisch süß und der ist frisch würzig. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist im Endeffekt... Oder von dem Duft, ich weiß gar nicht, Green Irish Street. Nee, ich glaube, Cool Water war eher draußen. Das, und da müsste ich mal nachgucken eigentlich. Da muss man aufpassen, ne? Creed hat lange schon Düfte. Aber das ist eben die Version, die wie Green Irish Street riecht. Oder Green Irish Street riecht wie Cool Water. Richtig schön würzig grün. Definitiv besser als das jetzige, obwohl ich mache auch die aktuelle Version, weil sehr frisch. Die geht ja nur ins Frische rein und richtig cool. Cool Water Vintage Version. Ja, und der nächste, Le Male Jean-Paul Gaultier in der 1995 Version, die erste Version, die rausgekommen ist, das Monster. Ja, den habe ich nun öfter schon, auch letztens, erst noch gar nicht lange her vorgestellt. Lavendelduft, Vanille, Tonkabohne, Mann, hier, das Biest, es riecht überall für Clubs, für Partys, Geburtstage bei Jüngeren. Wenn ihr den tragt, braucht ihr nicht viel sprühen, vor allem schon gar nicht bei der alten Version hier, die allerdings sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Das kann man jetzt hier nicht sehen, das ist Flüssigkeit noch gelb, heute ist hier komplett durchsichtig, richtig stark, Haltbarkeit, 15 Stunden Ausstrahlung, ne, brauchen wir nicht drüber reden, Anschlag, richtig genialer Duft. Le Male. Ja, und der nächste ist von Yves Saint Laurent und Chorus. Ja, früher, wenn ihr Frauen anziehen wolltet oder aufreißen oder
Früher hat das geholfen, heute wird es wahrscheinlich gar nicht helfen, nur bei den Frauen, die den noch mögen, ältere. Und natürlich gibt es wirklich tatsächlich noch jüngere, die den auch mögen. Aber hier ist Seabed drin. Es, wie gesagt, das ist, viele sagen, der Urinduft und so weiter und so fort, hatte ich gesagt, sehr, sehr stark, Haltbarkeit. Also das ist einer der stärksten, oder wenn nicht sogar für mich, der stärkste Duft, den es überhaupt gibt, von der Haltbarkeit und Ausstrahlung. Es gibt keinen stärkeren, finde ich, Chorus. Die Pissnote, die hier drin ist, wirklich, die Urinnote von den Zibet, ist ja von einer Katze, glaube ich. Das muss man mögen. Wie gesagt, ich kann den immer ganz schwer beschreiben, weil ich will, wenn ich sage, er riecht zu viel nach Urin oder nach was auch immer, dann mache ich ihn schlecht. Und wenn ich erzähle, das ist eigentlich ein Duft, der nach Urin riecht, ich mache ihn, dann fragt ihr mich, oh, was steht der? Wisst ihr, also ist ein ganz schwerer Duft. Jeder Sammler hat den in der Sammlung, auch wenn sie ihn nicht tragen. Ich trage wirklich bei sehr, sehr kaltem Wetter, so jetzt Winter, wenn kommt und wenn spät abend, wenn ich vielleicht, keine Ahnung, mal rumfahre mit dem Auto oder noch zur Tanke fahre oder was auch immer, weil das heute absolut nicht mehr so in ist. Früher hätte man das machen können, muss man aufpassen, wirklich. Also wenn ihr einen starken Duft haben wollt, testet. Wenn ihr wirklich einen starken Duft haben wollt, dann den. Es ist nicht Interlude Man und so weiter. Nein, das hier, das ist, das brennt sich ein. Chorus von Yves Saint Laurent. So, und der nächste, Davidoff Relax. Ja, den gibt es auch nicht mehr. Da hat Davidoff noch Düfte gemacht. Ach ja, das, diese, einfach dieses Grüne, diese süßliche Frische mit etwas Süße im Hintergrund macht diesen Duft einfach perfekt und eigentlich fürs ganze Jahr tragbar. Vielleicht nicht im tiefsten Winter, weil da geht er auch nicht, aber sonst ist dieser Duft einfach nicht austauschbar von Relax. Davidoff wird nie mehr so eine Art Düfte machen, so ein Duft schon mal gar nicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Relax könnt ihr zu alles tragen, aber auch hier. Ich bin der Meinung, für 18-Jährige ist das nichts. So ab 25, 28 könnt ihr den tragen. Wirklich stark. So, und zu guter Letzt, Jill Sander Background. Ho. Einer meiner Signaturdüfte. Hier ist auch Lavendel drin. Da war früher aber auch viel Lavendel drin. Hier ist Jasmin. Und dieser Duft ist ein Meisterwerk von Jill Sander. Jill Sander wird da auch nie mehr rankommen. Also da ist er ganz, da sind die ganz weit weg. Also das ist. Oh, diese Frische und die Süße im Hintergrund. Und das macht. Und da ist kein Apfel drin, aber manchmal kommt so die Süße von Apfel durch. Wenn ihr den mal so aufspürt, irgendwann geht er auch weg. Er wird nicht mehr wahrgenommen. Dann kommt er wieder. Also, Jill Sander, da müsst ihr aber auch richtig was hinlegen für. Das ist hier noch die 125 ml. Das ist der Rest, den ich habe. Den muss man sich ja aufbewahren. Einer der besten Düfte, die es gibt. Natürlich für mich, aber da bin ich nicht alleine, der das sagt. Jill Sander Background ist schon wirklich hammergut. Ja, das waren meine Top 10 Classic Vintage Düfte. Natürlich nicht alles Vintage. Das ist nicht die Vintage Version zum Beispiel von Habit Rouge. Aber sonst und der auch nicht. Da hatte ich allerdings die Vintage Version. Ich fand nur nicht so einen großen Unterschied, muss ich dazu sagen. Polo Vintage Version, mit der gibt es fast keinen Unterschied. Gleich vorweg, auch nicht in der Haltbarkeit. Und so weiter. Die neue Version oder die aktuelle oder die hier, ich weiß gar nicht, wurde die nicht auch sogar vom Markt genommen? Richtig gut. So, und alles andere sind natürlich entweder gibt es die nicht mehr oder Vintage-Stifte. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Classic-Düfte habt zu Hause, was ihr so gut findet. Und oder was ihr auch von dieser Top 10 haltet oder vielleicht auch ihr von ihnen hier. Was haltet ihr denn von Chorus? Schreibt, letztes Mal habt ihr das nicht reingeschrieben. Schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Chorus? Ich will den hier, ja, ich mag ihn, aber ich will ihn hier nicht sprühen, weil das geht hier nicht mehr raus. Wirklich, das ist ein hammerstarker Duft, Monsterduft. Und Leute, testet den mal. Sonst abonniert mich, gebt mir ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Fragrance Talk.